willkommen bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder einmal Tiny Toon Adventures für das NES. Jetzt für Level 3. Schauen wir uns doch mal an, was Shirley so vorschlägt. Wenn wir lang genug warten, gibt sie uns ja eine Empfehlung, die wir die ersten beiden Male vollkommen missachtet haben. Er hat den ersten Plucky Duck verwendet. Wir sollten wahrscheinlich wen anders, haben wir nicht drauf gewartet. Dann haben wir diese Devil benutzt und sollten Plucky Duck verwenden. Und jetzt wird diese Devil vorgeschlagen. Dann vertrauen wir dem mal. Und wehe, das passt nicht. Der Wald, okay. Ah, die Karotten sind jetzt anders. Beule. Ah, ich weiß, warum man wieder diese Devil nehmen musste, glaube ich. Oder sollte, oder warum es empfohlen wurde. Hier konnte man, glaube ich, irgendwelche Bäume kaputt machen, wenn man da sich da durchwirbelte. Haha, genau. Da ging's. Bringt aber nichts. Okay. Oh, Igel! War doch bestimmt nicht der letzte, oder? Nein, da kommt der nächste. Herz? Ha, Herz. Das nehmen wir auch mit. Doof, dass unsere Karotten jetzt anders aussehen, ohne dass wir vorgewarnt wurden. Will ich die? Bringt die viel? Ne, eine. Na gut, egal. Geht ums Prinzip. Ah! Oh Gott. Da kommt auch nochmal, oder? Ja, natürlich. Ich hab's kommen sehen. Das sieht nach einer Plattform aus, die runterfallen wird. Und Dizzy kann nicht schneller laufen. Na toll. Nimm Dizzy mit, ja. Oh, du Scheibe. Ja, es gibt so einige fiese Stellen an diesem Spiel. Da muss man genau wissen, was kommt. Und ich weiß es offensichtlich nicht mehr. Warum habe ich nochmal Dizzy mit? Ich meine, die große Hilfe ist ja bisher... Vieh mit zwei Schwänzen. Die große Hilfe ist er bisher nicht. Nein, ich behalte ihn. Der wurde empfohlen, der muss toll sein. Ganz schönes Koordinationsfragen mit den Gegnern, dass da die meisten irgendwie Momente haben, in denen man sie nicht angreifen kann. Ich habe natürlich eben sehr doof nacheinander gleich zweimal alles geopfert. Also erst das Herz, dann das Leben. Das passiert uns natürlich nicht nochmal. Da passen wir jetzt ja auf. Eule. Haha. Oh, jetzt weiß ich auch, was das Problem bei Dizzy Devil war. Er wirbelt ja die Steine kaputt. Der... Okay. Ich werde es bereuen, aber ich wechsle gleich auf Buster. Auf Buster. Einfach, weil ich mit dem mal springen besser zurechtkomme und weil der schneller und höher springen kann. Und wahrscheinlich werde ich genau da... Was war das? Wahrscheinlich werde ich genau danach... Nein, ich will da runter durchrutschen. Nein! Wieso geht denn das nicht? Zeit läuft. Ah, jetzt geht's. Wahrscheinlich werde ich genau danach an eine Stelle kommen, wo ich Dizzy brauche. Wie das immer so ist. Aber das links nehmen wir noch mit hier. Ja, komm, mach nochmal. Okay. Ja, jeder springt auch so ein bisschen anders. Da muss ich mich immer ein bisschen umgewöhnen wieder. Und das ist nicht so wirklich komplett anders, dass man sich da gut dran anpassen kann, sondern es ist immer so eine Nuance anders. So, Moment. Eule. Haha. Nicht mit ihr. Das hätte ich eigentlich eben auch schon machen können. So, die machen wir jetzt nicht alle platt. Wir holen auch nicht alles, sondern... Hier hätten wir jetzt Dizzy Devil benutzen können, was auch keinen Sinn macht. Okay, bis jetzt ist es noch kein Verlust. Und wir haben es geschafft. Juhu! Jetzt weiß ich immer noch nicht, warum wir Dizzy Devil mitnehmen sollten. Oh, 100 Time gibt ein Leben. Hier, was hat ein Leben gegeben? Ah, hier konnte man... Mit Furball hätte man jetzt hier hochgekonnt, da war irgendwas, glaube ich. Hier hätte man mit Dizzy Devil durchgekonnt, was auch immer noch keinen Sinn macht. Da auch. Da hätte es einen Sinn gemacht, hätten wir abkürzen können.
Oh, oh. Biene, Biene, Biene. Biene. Was macht? Fledermäuse? Oh Gott. Der Level war doch so ein bisschen fies. Ich wollte oben lang. Ich wollte doch... Oh oh. Wow. Springen müsste man können. Okay. Das war zu schnell und zu stürmisch. Das hat's vollgebracht. Könnte ich mir hier nochmal... Ich könnte nochmal wechseln. Ich könnte nochmal wechseln, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist gut. Das lassen wir mal. Ja, ich dachte, ich wäre draufgesprungen. Aber da war die Kollisionsabfrage nicht mit mir. Flop. Da kommt man, glaube ich, noch oben lang dann, aber... Ich glaube, Geschwindigkeit ist ein Teil der Lösung. Ich höre doch schon wieder eine Biene. Eine Biene. Und spring ins Loch. Okay, nächster Versuch. Dizzy ist echt keine gute Wahl. Mit Plucky Duck kennt man jetzt hier noch die, ja, die Sprünge so ein bisschen abfangen können. Nein. Was gerade wie ganz mieses Controlling aussah, war es auch tatsächlich. Weil irgendwie... Ich werde hier alle Leben, die, glaube ich, diesen Wald verschwenden. Wo ist eigentlich Hemden, wenn man ihn braucht? Den habe ich bestimmt verpasst jetzt. Das hatte ich eben die ganze Zeit vor. Also, nur noch mal... Oh, fast ist doch gefallen. Nur mal so als Demo, so sollte es aussehen. Nein, ich habe doch... Da wäre Hemden gewesen. Hui. Okay, man hat viele Chancen, Leben zu kriegen, man hat allerdings auch sehr schnell Leben verloren. Der Schwierigkeitsgrad ist doch so ein bisschen höher, als ich angenommen hatte. Aha, Moment. Stopp, stopp, stopp. Das nehmen wir jetzt mit. Das ändert den Schwierigkeitsgrad. Aha. Nicht mit mir. Oh oh. Oh oh. Nein, nein, ihr wollt nicht. Oh. Hui. Oh oh. Diese Bienen sind aber was penetrant. So, jetzt schneller rund. Na, Igel. Igel. Hoffentlich ist das... Nein, ein... Nein, nee. Das ist bestimmt nicht gut. Was ist denn hier los? Oh. Gegner Romania. Ja, jetzt kommen wir nicht zu Hemden. Egal. Puh. Das wäre ganz schön... Oh, nee. Ja. Großes Problem hier, oben auf diesem Ding, diesen Dingern zu bleiben. Boah, da habe ich mir damals einmal abgebrochen. Und das sieht jetzt gerade einfach aus, das ist es aber nicht. Ja, komm schon. Nein! Oh, das war knapp. Okay, wir haben nur noch ein Leben. Wir haben Hemden verpasst. Wir dürfen nicht sterben, oder es gibt Continuous. Ich hoffe, es gibt Continuous. Aber ich glaube, das wird hier nicht einfacher. Das hier riecht nach Fledermäusen. Wo ist es doch? Das hat auch so ein bisschen Mario-Touch, ne? Boah. Oh oh. Und hier durfte man irgendwie nicht... Durfte man ins Wasser fallen? Da muss man... Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Besser nicht ins Wasser zu fallen. Aber immerhin... Hier plattwirbeln, muss ich drauf springen, was sehr knapp ist. Vor allem, weil die sie ja nicht schnell. Ach du Scheiße. Nicht schnell laufen kann. Ja, ja. Oh. Das war einfach. Das war auch bestimmt noch nicht das Ende. Nein, das war nicht das Ende. Da lang, da lang, da lang. Ich glaube, ich habe immer nach links oben gesucht, ob da noch was ist. Und ich vermisse Fireball wieder so ein bisschen. Oh oh. Fisch. Fisch. Ja, wenn wir jetzt Furball gehabt hätten, hätte es da oben bestimmt was ganz Tolles gegeben. Ja, wir haben aber Furball nicht, wir haben Dizzy, weil uns ja Dizzy empfohlen wurde. Ich glaube, ich muss das nochmal replayen, damit ich wieder weiß, wann welche Figur gut war. Das ist jetzt auch eine ganz fiese Nummer, weil Dizzy ja so sacklahm ist und nicht schnell laufen kann.
ist das mit dem Timing echt eine fiese Nummer. Oh. Ja, komm schon raus da. Nein. Genau. Einmal. Das geht auch noch. Zeit läuft schon wieder so ein bisschen weg, ne? Und irgendwas riecht nach fiesen... fiesen Gegner. Das ist gut. Ja, da oben hätte es auch wieder einen Umweg gegeben, wenn wir Furball gehabt hätten. Ich glaube, das ganze, der ganze... Ach du Scheiße, was war das denn? Ah, ich glaube, ich war immer vielen... Genau. Der Honk raus. Der war gemein. Obwohl. Eigentlich doch nicht so. Ich glaube, dass oben die Drehrichtung änderte mal, aber jetzt hier anscheinend nicht. Okay, das hatte ich schwerer in Erinnerung. Mal wieder. Interessant. Okay, das war's damit für Level 3. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns für bei um Level 4 herum wieder. Bis dahin.